Moin Moin und herzlich willkommen in Klinkes Welt. Mein Name ist Klinke und heute geht es natürlich wieder nach Schurke. Wir kommen einfach nicht von Schurke los und da werden wir uns ein bisschen bewegen und ein bisschen, also wir uns bewegen und dort was bewegen. Also richtig viel bewegen. Seid dabei, bleibt dran und ab geht der Peter! Oder die Klinke. Jetzt steht hier ein Schreibtischuntergestell, ein elektrisches. Und das ist jetzt die Überlegung, dass wir das hier in der Richtung einbauen, dass man von dort aus irgendwie hier an den Streckenteil kommt, wo man sonst nicht mehr rankommen würde. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr an die Bohle rücken, dass man dort halt auch im Notfall eingreifen kann. So eine Notfallöffnung, dass man elektrisch den hochfahren kann um knapp 60 cm. Um dort halt auch mal Havarien an der Gleisführung zu lösen, wo man sonst nicht rankommt. Ne? Man kommt ja zum Teil aus dem Loch vorne ran, man kommt dort überall von hinten rum ran, aber an den Part, an diese beiden Gleise, kommt man eigentlich so gut wie gar nicht mehr ran. Und dafür soll dieses Teil ein Hilfsmittel sein. Wir probieren es einfach hier an der Stelle mal aus. Und eine hier hinten. In dem Bereich werden wir bestimmt auch noch mal ein oder zwei davon positionieren, wenn es funktioniert, dass man halt auch hier im Notfall in Havariefällen immer rankommt. Ja. Man kann zwar die Platten begehen, die sind dick genug, aber zur Sicherheit muss man einfach immer noch einen Plan B haben, um irgendwo mal ranzukommen. Und so ist der Plan, mit diesen Elementen zu arbeiten. Und natürlich, bevor jemand meckert, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Natürlich hat es irgendjemand schon mal gemacht und ich habe es auch woanders gesehen. Und zwar bilde ich mir ein, dass so dieselbe Technik im Miniaturwunderland angewendet wird in Hamburg. Und zwar im Stadtteil Monaco, dass dort diese Wartungsöffnung auch mit so einem Tischgestell-Unterteil funktioniert. Wir müssen gucken, ob es für unsere Zwecke reicht, auch mit dem Gewicht, was wir hier aufbringen. Aber 120 Kilo soll der wohl können. Ich bin gespannt. Wir werden testen, 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 aber nicht jetzt sofort, sondern das wird im Zuge des Landschaftsbaus dann irgendwie erfolgen. Also ist auch nur eine geklaute Idee, ist keine super tolle Idee von uns, aber man muss sich irgendwo inspirieren lassen und ich fand die Variante eigentlich am charmantesten, um dort was hinzukriegen, weil mit normalen Handklappdeckeln wird man die Spachtelmasse nicht so leicht bewegt kriegen und ich habe Hoffnung, dass man da bisschen flexibel von den Maßen, man kann dazu ein bisschen verstellen, das Teil, dass man dort unsere Zwecke erfüllen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ihr werdet es miterleben. Das ist erstmal so ein erster Spoiler, in welche Richtung es gehen wird oder hoffen, dass es in die Richtung gehen wird. Und da schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also gehen wir es einfach mal die nächsten Wochen, Monate an. So, unsere Bella hat wieder die nächsten Figuren fertig, die wir jetzt auch demnächst so ein paar davon auf die Anlage stellen können. Ja, ob nun Wandersmann, der liegende Fotograf, die Frau mit dem Handy oder auch ein paar Sitzende, ein paar Tierchen, die sie auch bemalt hat. Ja, da haben wir wieder ein bisschen Futter. Sie ist fleißig weiter dabei, dass sie noch neue Figuren hier wieder weiter bemalt. Ja, wir haben ja noch diverse Figuren, die unbehandelt sind und oder zu restaurieren sind. Ja, aber es war wieder schön, ein bisschen Ware aus ihrer Figurenwerkstatt zu bekommen. Und wir freuen uns, die nächsten Figuren davon zu platzieren. Ja, hier hinten am Eckernloch, also eigentlich hier, haben wir aufgehört mit diesen Grasbüscheln. Und werden jetzt das letzte Stück bis Richtung Bahnhof Schurke damit noch versehen, dass auch diese Arbeit dann abgeschlossen ist. Also hinten erstmal bis zur Weiche, vielleicht auch schon mal dieses Abstellgleis. Mal gucken, wie wir da Lust und Laune haben, aber jetzt legen wir erstmal los und machen da ein bisschen wildes Unkraut in die Gleise. So, jetzt haben wir hier überall diese Büschel eingebaut, wie wir es schon überall haben. Und die gehen jetzt auch bis zur Eiche hier vorne. Und haben auch schon das Abstellgleis hier daneben auch mit Büscheln versehen bis zum anderen Prellbock. Ja, somit ist jetzt hier erstmal der Bereich geschlossen.
Und ich nehme euch mal mit nach hinten. Da seht ihr noch in der Ecke, wartet. Genug gewartet. Denn hier vorne haben wir auch vom Bahnübergang an auch hier Büschel reingesetzt bis zum Paternoster hinter. Ja, somit ist es erstmal gestaltet. Haben auch hier unseren restlichen Sandhaufen nochmal grün lackiert, dass hier, wenn wir auch begrast wird, auch das schon fertig gemacht werden kann. Ja, also auch so kleine vorbereitende Maßnahmen trifft man einfach mal so zwischendurch, dass das auch mal erledigt wird. Und so geht es weiter. Jetzt wartet kurz wieder mal. So, jetzt geht es ums Toilettenhäuschen. Und zwar muss es ja eigentlich hier an der Linie ungefähr anfangen, also ungefähr mit dem Anbau hier, schließt es ungefähr ab. Und es müsste aber eigentlich diese Kante hier vorne sein. Jetzt werden wir hier vor einen Bereich bauen, der von hier bis dort gehen wird, der sozusagen das Toilettenhäuschen auf diese Stelle setzen kann, lässt, dass hier das da steht, wo es auch hingehört, dass hier die Autos durchfahren können, hier in dem Bereich, und das Toilettenhäuschen versetzt ist, trotzdem aber sichtbar bleibt. Deswegen werden wir das hier mit aufbocken. Vielleicht lassen wir es auch auf der Seite ein bisschen auslaufen mit, damit es hier eine gerade Kante, weil man das sowieso nicht so wirklich sieht hier in dem Bereich. Schaue ich mir mal auf den Satellitenbildern noch an, wie das mit dem Grünzeug hinter den Häuschen aussieht. Mache ich noch, aber auf jeden Fall ist die Idee, dass man hier die Silhouette auf jeden Fall Richtung Freiraum erschafft. Ein bisschen Platz ist ja hier drüben noch, auch wenn jetzt ein bisschen müllig hier ist. Also ist erstmal die Idee. Und dann müssen wir ja auch von diesen 3 cm runterkommen auf 0. Oder eigentlich nicht auf 0, sondern auf 12 mm wäre auch okay. Und da wollen wir jetzt ab dem Toilettenhäuschenende dann die Höhe verlieren. Hierzu die Idee, 15 mm auf dem knappen Meter schon runtergekommen zu sein. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Das sind jetzt erstmal die nächsten Planungen, damit wir auch diesen Bereich hier vom Parkplatz, dem Sandparkplatz, gestalten können, geht es jetzt hier Stück für Stück voran. So ist die Idee. Mal gucken, was wir davon schaffen. Unten in Schirke haben wir jetzt schon mal das erste Teil angebaut. Wir haben jetzt hier uns entschieden, wir machen ja auch so ein bisschen Vorarbeit. Und dann wird das Toilettenhäuschen an der Stelle stehen, wo es ungefähr auch original dann steht. Und jetzt können wir uns hier an die Arbeit des Parkplatzes machen, dass wir eine Unterkonstruktion hinkriegen. Aber so steht jetzt erstmal das Toilettenhäuschen, Autos kommen durch, alles tutti palutti. Und ja, ich zeige euch gleich den weiteren Fortschritt. So, jetzt haben wir auch noch die andere Seite so angeglichen. Wird natürlich nur alt verspachtelt und man sieht es nachher nicht mehr. Und auch die erste Ebene hier eingezogen, die jetzt hier vorne auf 15 mm ist und hinten noch auf 30. Haben aber auch natürlich hier sowas runtergebaut, dass es hier unter dem Gebäude alles auf derselben Höhe ist. Ja, und jetzt geht es hier weiter nach vorne weg und dann werden wir da auch gucken, dass wir dort eine ordentliche Ebene hinkriegen. Hier ist jetzt diese ganze Ebene mit Gefälle eingezogen und jetzt geht es daran, ich habe schon mal so ein bisschen angerührt mit einem Sandklebergemisch die Übergänge zu gestalten. Das Spachtel machen wir mit Spachtelmasse, aber gerade so diese Übergänge und Füllungen machen wir dann mit diesem Sandklebergemisch, weil das an die sich richtig geil macht. Ja, da legen wir jetzt los und melden uns gleich wieder. Jetzt haben wir den Streifen zum Gleis und hier auch um den Pfeiler. Da hoffen wir natürlich, dass es auch hält, weil es ist natürlich sehr feucht, die Mischung, und man sieht, hier unten tropft schon ein bisschen was durch. Aber das sollte eigentlich funktionieren, weil der Sand ja auch nicht mit durchtropft, sondern nur die Feuchtigkeit. Und wir haben jetzt hier diesen ganzen Streifen bis hin um den Prellbock rum mit diesem Sand aufgefüllt, der jetzt aushärten kann. Und der nächste Schritt ist, noch schnell die Fugen verspachteln, dass man auch hier diese Schraubenlöcher, die teilweise sind, oder halt auch die größeren Fugen zu hat, dass dann dementsprechend hier auch bald weitergemacht werden kann. So, jetzt ist auch erstmal alles Notwendige rund verspachtelt, alle Löcher geschlossen und jetzt
Heißes trocknen, trocknen, trocknen und dann legen wir hier richtig los und dann können wir hier auch richtig schön was gestalten. Ja, es war ein bisschen eintönig, weil es nur ein Parkplatz ist, aber ich denke mal, das wird schon trotzdem ganz geil aussehen nachher. Auch auf der anderen Seite geht es weiter. Da haben wir jetzt hier so Balken und eine Bohle montiert. Und zwar ist ja auf der einen Seite von Schürke ein Hang, der immer flacher wird, aber da hinten relativ hoch ist, wo der Wanderweg oben drauf lang geht. Und das wollen wir natürlich hier auch ein bisschen gestalten. Das ist die Unterkonstruktion für unser Drahtgeflecht. Ja, da geht jetzt Draht drüber und dann kann man hier auch diesen Streifen noch ein bisschen anfangen zu gestalten. So, jetzt sind da schon mal die Gewebeteile drauf und das sieht schon gleich wieder wesentlich bergiger aus, so wie es auch sein soll. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich noch ein paar Steine besorge, weil ein Teil dieses Walls ist unten gemauert und geht dann oben in der Natur über mit so einem Feldstein. Das muss ich noch gucken, dass ich noch ein paar beschaffe, dass wir da auch weitermachen können. Ja. Vielleicht spachtle ich noch vorne eine Grundlage für die Steine, ich weiß es noch nicht. Aber jedenfalls so sieht es erstmal aus und ist wieder ein Stückchen geschafft. Ich verstecke mich jetzt hinter dem Klo in Schürke. Und da haben wir den Wall. Er ist jetzt erstmal vorgespachtelt, ist noch nicht das finale Erscheinungsbild. Ja, auch mit der Straße hier, die geht jetzt hier oben so ein bisschen weg. Wird immer so ein bisschen kontrolliert, wird aber auch noch angepasst. Ja, also hier ist jetzt erstmal nur die Grundspachtelung drauf. Jetzt kommen die ganzen Mauersteine, diese Feldsteine, die da reingemauert sind. Und dann wird nochmal fein gespachtelt, um den Angleich zu schaffen. Also jetzt noch nicht wundern, es ist nicht der Endstand. Aber so ist erstmal der Stand. Und wenn man jetzt von hier unten guckt, sieht es schon ein bisschen mehr nach einem Bahnhof, der in den Bergen liegt, aus. Das wird schön. Also weiter geht's. Es geht endlich weiter. Ja, man sieht jetzt, wir haben jetzt noch ein paar Bäume gesetzt. Man erkennt die auch, dass sie wesentlich dichter sind als die alten Bäume. Ja, also da haben wir auch ein Qualitätsvorankommen geschafft, ja, dass sie jetzt schon deutlich besser aussehen mit einer neuen Technik. Und dadurch haben wir jetzt schon das nächste Stück ansetzen können. Und wir arbeiten uns jetzt mit diesen 30 cm Streifen Stück für Stück darüber. Das bedeutet, also bis zum Loch. Das bedeutet, wir machen jetzt immer das Gewebe rein, spachteln das, machen das farblich, wenn es trocken ist, dekorieren es, machen Bäumchen drauf und dann machen wir den nächsten Schritt. Und so arbeiten wir uns jetzt darüber, damit wir auch immer noch rankommen, dass wir arbeiten können mit einer halbwegs, tollen Pose kann man jetzt nicht sagen, aber mit einer halbwegs erträglichen Pose. Und so würden wir uns dann jetzt Stück für Stück bis zum Loch die nächsten Monate rüberarbeiten. Es wird eine Weile dauern, aber es wird sich lohnen. Und ja, die neuen Bäume machen auch Hoffnung, dass es noch geiler aussehen wird. So, dieser 30 cm Streifen ist jetzt gespachtelt und kann trocknen. Und dann geht es schon wieder eine Etappe weiter. Wir werden nicht ganz die Schreber erreichen, aber kurz davor wird es enden. Und naja, vielleicht machen wir es ein bisschen Schrebe. Mal gucken. Erstmal das Stück, dann geht es weiter. Ich hoffe, das ist trotz des Sonnenlichtes zu erkennen. Die Fläche hier, die wir neu gestellt haben, ist natürlich jetzt auch erstmal lackiert und geht recht zügig mit dem Trocknen, dass wir dann auch bald schon hier diesen Streifen begrasen können. Und wenn er begrast ist, kann er gestaltet werden und wir können zur nächsten Etappe fortschreiten. Vielleicht geht es ja doch durch den Sommer ein bisschen schneller dahin zu kommen als erwartet. Also erstmal Gras rauf, Gras über die Sache machen und dann ist gut. Ja, weiter geht's hier. So, diese Hanglage ist jetzt auch erstmal begrast. Und ich freue mich schon aufs Absaugen, weil dann geht es ratzifatzi weiter, dass es so aussieht und wir können ein Feld weiterspringen. Aber wie immer, trocknen, trocknen, trocknen. Ich hasse es. Aber egal. So, weiter geht's. Ja, da hat sich in Schürke richtig was getan. Ja, allein diese Parkplatzfläche, diese riesengroße, ist ja doch schon gewaltig, die dann auch noch zu bearbeiten geht. Aber auch unser WC-Häuser hat endlich einen schönen Platz gefunden, dass es da sich harmonisch eingliedert und auch an der richtigen Stelle. Und
es geht weiter auf der anderen Seite. Ne? Das ist natürlich auch ein Schritt, der in den nächsten Wochen uns viel beschäftigen wird. Ja, spannend wird es natürlich mit diesem Tischgestell, ob wir damit unseren Wunsch oder unsere Idee umsetzen können. Wir sind da sehr gespannt, ob das funktioniert. Lassen wir uns einfach überraschen. Wird auch noch eine Weile dauern, bis wir das testen können. Ja, aber der Streifen, der erste Streifen, den wir da am Brocken weiter an der Landschaft gemacht haben, ist natürlich ein Riesenschritt in die Richtung, dass wir das Tischgestell bald testen können. Ja, weil wenn wir dort alles zu haben, dann trauen wir uns unten weiterzumachen, weil wir dann auch noch ein paar Bäumchen unten setzen müssen und so weiter. Also es ist viel zu tun, es bleibt viel zu tun und es wird immer viel zu tun geben. Dabei seid ihr dabei, kommt einfach nächste Woche wieder rein. Wir haben bestimmt ein bisschen weiter gebastelt und wir freuen uns auf euch. Bis denn, euer Klinke. Ciao!